Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir den Schrein des Waldes beendet und am Schluss dann den ersten Schattenkristall bekommen. Was hier schon steht, es gibt drei. Die Verstecke wissen nur die Lichtgeister und wir haben vom Lichtgeist Firone den Auftrag bekommen, nach Eldin zu reisen und den Lichtgeist auch zu erretten. Also machen wir das mal. Ebene von Hyrule. So. Es gibt hier drei Sachen zu erledigen. Die erste mache ich schnell. Die befindet sich nämlich da oben. Tada! Ein Herzteil. Eins fehlt noch. So. Hier schon schön glitzernd einen von 24 goldenen Käfern. Das ist der Nashornkäfer männlich. Und in derselben Ebene gibt es noch eine weibliche Version. Auf der anderen Seite dieses Teiches. Ja, See ist es nicht. Wie ihr hier schön sehen könnt, das ist das gesamte. Befindet sich das hier alles in der Schattenwelt. Und hier sieht man schön in der Ferne das Schloss. Wie viel denn noch? So, das reicht jetzt aber. So. Oben ist sowas von ganz klein. Den weiblichen Nashorn. Ah, ist noch zu weit weg. Und der fliegt weg. Oder sie fliegt weg. Ist ja der weibliche. So. Sehr schön. Dann ab nach Eldin. Da vorne ist eine schwarze Wand, da geht's nicht weiter. Dabei muss ich doch einen Brief zustellen. Und was jetzt? Wer ich bin der wandernde Postbote, stets unterwegs mit wichtigen Briefen. So nennt man mich auch einfach den Briefträger. Aber was rede ich nur von mir selbst? Dabei habe ich hier doch einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du einen Brief lesen willst, so kannst du Briefe, die du erhalten hast, jederzeit lesen. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Okay. Was steht im Brief? Die Zustellung von Briefen, jeder freut sich über Post und ich bringe sie zum Empfänger. Zu diesem Zweck laufe ich bei jedem Wetter durch die Ebenen von Hyrule. Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst. Okay. 4 Stunden. Der Flitzekäfer. Ich treibe ihn in die Enge. Ach so. Explodieren. Haha. So. Sehr hübsch.
Was denn? Das war ja ganz nah. Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, beginnt wieder eine lange, lange Reise in Wolfsgestalt. Zum Menschen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Eldin zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützen sollte? Hehehe. Ja, natürlich. Soll ich dir jetzt ein Schattenrecht mitnehmen? Ja, natürlich. Sehr schön, sehr schön. Brav. Von hier an wirst du mir fein gehorchen, ja? Und sieh dir nur diese Pracht an. Sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön? Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler. Der Pelz steht dir viel besser als der altmodische Plunder, den du sonst so trägst. Hehe. Genug geplaudert. Sollen wir gehen? Jo. Oh, was haben wir da? Geruch der Kinder gewittert. Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Schärfe dein Gespür, erst als Tier entdeckst du deine wahren Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ja. Eine orange Stiefel. Ja, komm. Ah, das sind die Gestalten. Das ist ja seltsam. Ist ja gar keine Brücke da. Ist das etwa das Werk dieser Typen von vorhin? Typen von vorhin? Verflixt, wir haben die das nur angestellt. Kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir uns eben eine andere suchen. Zeig doch mal die Karte. Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Und diese blauen Symbole, siehst du auch? Das sind die Tore, die sich geöffnet haben, als du die Wesen der Finsternis getötet hast. Bei uns nennt man sie Portale. Merkt ihr das besser? Übrigens, der Wald von eben ist hier, siehst du? Also wohin? Mit meiner Kraft bringe ich dich zu jedem Portal deiner Wahl. So, und wenn ihr aufgepasst habt in der letzten Folge, haben wir ja diese eine Brücke gefunden. Passt doch perfekt dorthin. Und? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus dem Schattenreich nicht so einfach wieder raus. Du solltest mir also dankbar sein. Na los, deine Aufgabe besteht darin, eine Brücke zu finden. Sieh dich also gründlich um. Oh, passt doch wie die Faust aufs Auge. Und, sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Natürlich. Genau, wenn du noch immer so brav wärst. Ey, da ins Kakariko-Tal. Oder Kakariko.
du wusstest es doch. Hehehe. Und die Macht des Schatten ist schon beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder diese Macht bedarfst, ruf mich einfach. Hilft bestimmt auch bei der Suche nach den Schattenkristallen. Also los, vorwärts. Hey, was machen die denn da? Exo, so ein riesiges Tor in die Landschaft stellen. Ich glaube, die bewachen da irgendwas. Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? Ja, glaube ich auch. Oh, wieder diese Schattenviecher. Kakariko. Oder Kakariko. So. Held, der du im Schattenreich als Tier mit klarem Blick die Finsternis durchstreifst. Komm, komm hierher. Okay. Ich bin ein Lichtgeist. Von den Göttinnen auserwählter Held. Suche mein Licht, das die Wesen des Schattenreiches mir raubten. Füll es hier hinein. So, wir haben wieder den Titel des Lichts. Strahlentau, Dunkelheit übertrieben. Ja, das kennen wir ja schon. Gespür. Acht auf die Schattenkäfer, im Schattenreich Schattenkäfer, wo Schattenkäfer, auf der Hut hinter dir. So. Ah, die scheinen hier drin zu sein. So ein Mist. Glaubst du, ich kann mich noch um andere Leute Bäger kümmern, wenn ich meine eigene Haut retten muss? Die sind definitiv da drin. Sieh mal an, ich glaube, hier kann man hochklettern. Ja, ja, stimmt. Ja. Verdammt, wo verstecken sich diese Biester nur? Ich wette, sie sitzen da draußen und warten auf ihre Beute. Sei ganz ruhig, solange wir hier sind, wird uns nichts geschehen. Ob die da draußen das auch wissen? Nicht mal meine Bomben konnten den Biestern da draußen etwas anhaben. Wie lange werden uns da wohl diese Mauern beschützen? Wenn die uns angreifen, sind wir erledigt. Die Alte aus dem Krämerladen, eins von diesen Dingern hat sie angegriffen. Und als die Leute kamen, um ihr zu helfen, war die Alte nicht mehr da. Stattdessen waren da plötzlich zwei von diesen Monstern. Das heißt, wenn die uns angreifen, werden auch wir... Burns! Jedenfalls sind wir hier auch nicht sicher. Gibt es nicht irgendwo ein besseres Versteck? Unter dem Heiligtum befinden sich die Katakomben. Was? Das sagst du erst jetzt, dass es hier Katakomben gibt? Und wie kommt man da rein? Der Zugang öffnet sich, sobald sämtliche Kandelaber in diesem Raum entzündet werden. Nein, tu es nicht.
Als ich in den Katakomben nachgesehen habe, waren dort die gleichen Insekten wie draußen. Wein doch nicht, alles wird gut. Link wird ganz sicher kommen und uns retten. Das spüre ich irgendwie. Sie glauben daran, dass du kommen und ihnen helfen wirst. Was für brave Kinder. Du Armer, stehst direkt vor ihnen und die merken es nicht mal. Nur durch die Kraft der Auserwählten kannst du in dieser Schattenwelt kein Geist und schon gar kein Schattenwesen werden. Niemand weiß, was du getan hast. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als einsam weiterzukämpfen. Wenn du auf irgendwen sauer bist, dann bitte nur auf Prinzessin Zelda. Sie hat dir schließlich diese Sache eingebrockt. Übrigens, wenn du die Kandelaber anzündest, kommst du in den Katakomben. Keine Ahnung, wozu dieser Mechanismus gut sein soll. Also, wie soll es nun weitergehen, einsamer Held? Hehehe. Ja. Wo ist der Stock? Ah, da. Ohoho, ich bin ein brennender Stock. Befall ich den Stock sehen mit dem? Wie der so brennt der Stock durch die Gegend. Und rein. Seltsame Figur. So eine Heule oder so. Naja. Nanu! Über das Holzlos könnten wir sicher bis nach oben klettern. Auf, doch draußen. Zum Friedhof. Gibt's auch einen Käfer? Wann mit dem? Ja. So, zurück zur Stadt oder zum Dorf. Besser gesagt. So. Dann gehen wir hier rein. Raus. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Das größere Haus. Ja. Ein Stock. Zieht mir mal diesen Kamin. Aha. Zwei Deppen.
Hier kann ich die aufrichten. Ja. Was haben wir denn drin? Ein Roter. Sehr schön. Die Seite haben wir erledigt. Jetzt hier rauf. Wenn du alles erledigt hast, sollten wir von hier verschwinden. Alles erledigt, wie das klingt. Wir haben doch nur einen Käfer erledigt. So. So, so, so. So, hier ist auch noch einer. Her. Die sind alle da drin. Und da liegt eine. Nee, das ist nur eine Fackel. Stopp. Oh oh. Verdammt, was soll das? Ich habe echt keine Lust, hier mit dir zusammen vor die Hunde zu gehen. Ich bin raus. Ja. Ups. Puh. Kannst du bei der Suche nicht etwas besser aufpassen? Für diesen Strahlenpaar hat dein Haus in die Luft gehen müssen, dann solltest du also besonders schätzen. So. Noch vier. Hier raus. So.
Geronimo. Da geht's. Oh, hier hört die Straße wohl auf, aber wenn du weiter willst, zeige ich dir den Weg. Mann, wieso muss ich hier bloß Wache schieben? Schließlich haben sie alle Leitern gekappt, da kommt doch sowieso kein Mensch hoch. Und überhaupt, wenn die Ältesten ein Problem haben, sollen sie sich doch ruhig vom Menschen helfen lassen, wieso eigentlich nicht? Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Versammeln. Ah. Schnell bevor die Folge wieder zu lang wird. Nee. Gut, dass es keine Leben abzieht. Ah, jetzt sind wir schon da. Feuerberg. Oder Vulkan. Auf Deutsch. Ah, da haben wir vier sogar. Naja. Ah. Der Kandidat ist einsam. Sehr schön. Soll einer sein. Ah. Ich muss schon da hoch. Ah. Das sieht mir doch verdächtig aus. Feuerdampf muss weg, sonst nehme ich nur Schaden.
Warum muss ich eigentlich ausgehend hier Wache schieben? Am Ende einer Sackgasse ist doch völliger Blödsinn. Vielleicht haben die mich ja auch abgeschoben, weil ich nicht zu nichts anderem tauge. Ja, wer weiß. Schon wieder ein neuer Geist hier entstanden und ausgerechnet da, wo man ihn gar nicht gebrauchen kann. Das ist wohl jetzt kein Durchkommen mehr. Ja, scheint so. Käfer. Was ist denn hier unten? Ja! Der letzte Käfer. So. Das, ja, ja. Dabei fing die Sache gerade an, mir Spaß zu machen. Vergiss mir bloß nicht, dass wir auch den Schattenkristall finden müssen. Hey, man sieht sich. Mein Name ist Eldin. Ich bin der Lichtgeist, der über dieses Gebiet wacht. Außerhüter. Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Heiligtum eines stolzen Bergvolkes. Dieses Heiligtum allerdings hat sich in einen Ort des Bösen verwandelt. Begib dich dorthin und säubere den heiligen Ort von allem, was ihn jetzt noch enthält. Link! Na, ich hab doch gleich gesagt, Link ist gekommen, um uns zu retten. Als der junge Mann aus Ordon, von dem diese Kinder mir berichtet haben. Entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Leonhard. Ich bin der Priester dieses Ortes. Und dies ist meine Tochter Luan. Die Monster hatten uns entführt und dann haben sie uns irgendwo abgesetzt. Aber der Priester hat uns den Weg hierher gezeigt.
konnte erst gar nicht glauben, dass die Kinder aus Ordon kommen, einem Dorf im fernen Lathorn, so weit weg von hier. Wir können uns ja auch nicht mehr erinnern, auf einmal waren wir gefangen, alles ist so seltsam, es ist alles wie ein Albtraum. Genau, als hätten wir uns in einem Albtraum verlaufen. Wie, ein Albtraum? Dieser Ort hat sich wirklich verändert. Schwarze Monster haben das Dorf angegriffen. Auch die Goron in Bergen sahen uns plötzlich als ihre Feinde an. Sie erlauben uns immer noch nicht, auch nur einen Fuß in ihre Mine zu setzen. Ich kann es gar nicht glauben, dass dieses freundliche und stolze Volk sich plötzlich so verändert hat. Sicher findet sich der Grund dafür in der Mine. Nimm auf jeden Fall die Kinder mit und flieh von diesem Ort. Wir, die wir hier wohnen, können das Dorf natürlich nicht verlassen, egal was geschieht. Schließlich ist es unsere Heimat. Und unsere Aufgabe wird es sein, die Goronen von dem Fluch zu befreien, der auf ihnen lastet. So, damit beende ich die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir heilen uns erstmal wieder auf den See und bis zum nächsten Mal. Tschüss!